Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen House Review in Final Fantasy 14. Heute gucken wir uns das Haus von Mock Levine an. Und zwar befindet sich das Haus auf dem Server Lich, Dorf des Nebel 6, Bezirk 24, ist ein kleines Haus. Willkommen bei den Levines. Schaut euch um, genießt und tragt euch ein. Werden wir natürlich machen. Zuallererst gucken wir uns das Haus wie immer an. Und das Haus. Das Haus, natürlich den Garten, meine ich natürlich. Ich finde schon mal die Steine, die finde ich, wie man ja schon weiß mittlerweile, die finde ich immer sehr schön. Finde ich immer sehr schön. Und ja, hier ein Beet, ein kleines, und hier ein bisschen abgetrennt nach hinten, wo man sich dann schön aufhalten kann. Das sieht sehr schick aus. Das hier, das Eck. Da kann man schön chillen. Da kann man schön chillen. Ich finde aber, hier vorne könnte man ein bisschen was noch machen. Hier fehlt ein bisschen was. Ich würde auch vielleicht das hier hinten mit was Höherem abgrenzen. Wenn man das verdeckt haben möchte, sozusagen. Ja. Ja. Also im Garten könnte man noch ein bisschen machen, meiner Meinung nach. Aber an sich, zumindest das hier hinten, schon mal sehr stimmig. Und das in dem Stil einfach weitermachen ein bisschen. Weil da wird wahrscheinlich der Platz, das wird wahrscheinlich das Problem sein. Wenn man nicht genug Plätze hier drauf hat. Gehe ich jetzt so einfach mal davon aus. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, gut. Wir gucken uns im Haus um. Und hier erwartet uns. Okay. Auf jeden Fall eine Küche mit einer Suppe. Verbeugt sich vor der Suppe, auch nicht schlecht. Hier haben wir einen schönen Kamin. Jawohl, hier haben wir dann Arbeitsplätze, schätze ich jetzt mal. So sieht es zumindest aus. Hier ist das Diarium, da schreiben wir auf jeden Fall dann gleich nochmal rein. Arbeitsplätze, wo viel gearbeitet wird, viel geschuftet wird. Und hier sind die Bediensteten, die dann den hart arbeitenden Menschen, der Eliseen oder der Lalas, je nachdem wer hier wohnt, einen Wein bringt. Hm? Das ist schön hier. Das hat was. Das gefällt mir. Oh, hau hier vor. Schön. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Eine Tür. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht so gesehen, dass man hier nochmal eine Tür reinsetzt. Aber cool auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Einen Regenschirmhalter. Den kenne ich noch gar nicht. Mir auch einbauen. Kenn ich ja noch gar nicht. Coole Sache. Hausschuhe? Oh, oh. Hier unten, das sieht jetzt schon mal vielversprechend aus. Hier haben wir schon mal sehr schöne Beleuchtung. Hier auch noch meine Sitzgruppe. Hier das Bett. Mit einem Podium. Okay. Sehr interessant gebaut. Hier das Bett. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur mal zum kurz Nickerchen machen oder so. Gehe ich mal davon aus. Gucken, was hier oben ist. Ah, das. Ah. Okay, das ist. Moment, das wollen wir mal kurz gucken. Das ist auch nicht blöd gemacht. Bad hier oben reingesetzt. Und das Klo. Das habe ich schon mal so gesehen. Finde ich echt nice, wie manche Leute sich Gedanken machen, wie man ein Klo bauen kann. Da kann man sich auch hinsetzen normal. Genau. Ich habe dein Klo besetzt. Nein, finde ich cool. Auf jeden Fall. Cool. Gedanken drum macht, hier die Bar. Hier fehlt ein Bediensteter, würde ich sagen. Fehlt jemand. Hier fehlt jemand an der Bar. Wer soll jetzt hier mein Getränk aufnehmen, bitte? Naja. Ja, schönes kleines Haus. Schönes kleines Haus. Gefällt mir ganz gut. Der Garten, wie gesagt, ist noch ausbaufähig, aber das hier drin, das ist ganz nice. Das gefällt mir. Wir schreiben mal rein. Willkommen, chillt am Kamin, trinkt an der Bar, fühlt euch wie zu Hause. Haben wir gemacht.
Wir stülten an der Bar und tranken Moment, wir chillten an der an dem Haus, tranken mit dem Kamin und fühlten uns wie die Bar. Ich muss sie schreiben, ich, ne? War ja nur ich da. Bilde am Haus. So. Trank mit dem Kamin und fühlte mich wie die Bar. Das ist gut. Das ist gut. Review auf YouTube. Nimral. Aha. Sehr cool. So schreiben wir das. Sit. Schönes Haus. Sehr cool. Wenn dir euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo freuen. Und falls auch ihr ein Review haben wollt, dann lasst es mich wissen. Besucht mich auf Twitch. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag gibt es einen Livestream. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.